Ihr möchtet abnehmen und stoßt vielleicht auch immer wieder auf die Produkte von ShapeWorld. Was gibt's dazu zu sagen? Bleibt dran, mehr dazu in diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu Gerne Gesund. Mein Name ist Steffen Kunert, Apotheker und Gesundheitsunternehmer aus Köln. Nachdem ich vergangene Woche zu Revolyn Ultra Stellung bezogen habe, kam von euch direkt die Bitte, ach, macht da auch mal was zu ShapeWorld, da wird so viel drüber berichtet. Und ja, wie die Info kam, ist mir dann auch aufgefallen, dass in Köln viele Plakatwände mit den Produkten tatsächlich plakatiert sind und dass es auf der Hohe Straße, also der Kölner Haupteinkaufsstraße, sogar einen Pop-Up-Store aktuell gibt des Herstellers. Also da sehe ich schon eine große Relevanz, weil scheinbar versucht hier tatsächlich jetzt ein Hersteller massiv für Aufmerksamkeit zu sorgen. Und da sollte man doch einmal schauen, was ist an dem Produkt denn tatsächlich dran. Ich habe mir die Webseite natürlich als erstes vorgenommen und stoße hier so auf diese klassischen Dinge, die einem dann so direkt ins Auge springen. Natürlich ein optisch schön gestaltetes Produkt, sehr ansprechend, gerade für eine junge, moderne Zielgruppe. Aber dann haben wir natürlich die klassischen Dinge, die hier verwendet werden. Also einmal den Sicherheitsaspekt wieder herausstellen. Von der EU ist angeblich dieses Produkt in seiner Effektivität bestätigt worden, wozu ich gleich nochmal was sage, weil das ist natürlich ganz großer Quatsch. Dann wird hier gesagt, Ernährungsumstellung leicht gemacht mit einem Produkt. Auch das sehe ich kritisch, komme ich gleich dann auch im Einzelnen nochmal drauf. Klar, Produktion in Deutschland, das kann man schwer prüfen. Das Unternehmen sitzt in Deutschland, in Köln, aber wo produziert wird, ist immer ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Da möchte ich jetzt auch weniger drauf eingehen. Aber gerade dann in den Stories, also in den Erfolgsgeschichten, sieht man natürlich, dass hier sehr clever auch in den sozialen Medien ja wahrscheinlich Geld investiert wird, um entsprechend eine Instagrammer oder aber auch YouTuber dazu zu animieren, das Produkt in ein positives Licht zu stellen. Das finde ich schon sehr massiv, weil gerade wenn ich dann hier auf YouTube schaue, sieht man dann auch in den Infoboxen direkt natürlich die 10% Rabattgutscheine, die mit einem entsprechenden Code generiert werden können. Das ist natürlich schon wirklich massives Marketing für ein Produkt. Und die ganzen Aussagen, die dann eigentlich in dem Video stattfinden, kann man meiner Meinung nach vergessen, wenn man unten drunter merkt, okay, hier findet ein Sponsoring statt, ein Affiliate-Marketing statt, wo entsprechend dann die Leute auch Geld mit verdienen. Das ist so das Erste. Kommen wir noch zu den EU-bestätigten Wirkungen, die ich noch einmal kurz durchsprechen möchte. Es wird gesagt, es werden die Health Claims, also die gesundheitsbezogenen Aussagen der EU eingehalten. Das ist ein Muss, das ist natürlich eine Rechtsvorschrift. Man darf nur mit diesen Health Claims auch entsprechend werben. Das bedeutet aber überhaupt gar nicht, dass die EU dieses Produkt dadurch für gut befindet oder dass es eine Qualitätsaussage ist. Das ist schon mal Blödsinn. Und es handelt sich bei ShapeWorld oder dem Produkt ShapeBabe, wie es dann so schön heißt, um eine Formula-Diät, also um einen Shake, den man herstellt, um eine Nahrung zu ersetzen. Da gibt es auch klare EU-Vorschriften, wie die Zusammensetzung dieser Produkte sein muss, das heißt, welche Kalorienzufuhr eingehalten werden muss, dass eine Mineralien- und Vitaminversorgung eingehalten sein muss. Das macht das Produkt natürlich. Also kann man hier irgendwo wahrscheinlich rein rechtlich schon sagen, Zusammensetzung von der EU bestätigt oder wie die EU es vorschreibt. Aber auch das ist überhaupt gar kein Qualitätskriterium für das Produkt. Also lasst euch davon bitte nicht in die Irre führen. Das geht meiner Meinung nach tatsächlich einen Schritt zu weit. Also das Wichtigste habe ich schon gesagt, das ist eine reine Formula-Diät, das heißt, ihr ersetzt hier Mahlzeiten. Die bekannteste Formula-Diät der letzten Jahrzehnte ist vielleicht das Almased oder aber auch das Slimfast, was auch so in diese Richtungen geht, des Nahrungsersatzes, also ein altbekanntes Prinzip. Hier wird nichts Neues erfunden, sondern es ist die gleiche Schiene. Es wird vielleicht mit einem Stevioglycosid, also mit einem Stevia gesüßt. Das ist ein bisschen was Neues, das machen andere vielleicht so noch nicht, aber das bringt dem Produkt jetzt keinen wirklich eklatanten Vorteil.
Formula-Diäten sind auch nicht zur Nahrungsumstellung oder zur Ernährungsumstellung gedacht, weil man ersetzt ja hier die Nahrung. Man muss ja davon ausgehen, wenn man zu viel an Gewicht hat, dass man in seiner Ernährung irgendeinen Fehler begeht, also mehr Kalorien zuführt, als man am Ende des Tages verbraucht, durch zum Beispiel vielleicht zu viel Fastfood, zu viel industriell verarbeitetes Essen, wo zu viele Fette, zu viele versteckte Zucker auch mit eingearbeitet sind. Im Gegenzug dann vielleicht auch zu wenig Gemüse, zu wenig gute Fette, zu wenig Fisch. Also irgendwas scheint in der Ernährung nicht zu stimmen. Aber es ist natürlich ein Trugschluss, dass man jetzt durch ein vierwöchiges Ersetzen der ja vielleicht falschen Nahrung durch einen Shake auf einmal eine tolle Ernährungsumstellung gestartet hat, weil man hat am Ende ja nichts gelernt, sondern nach den 4 Wochen wird man automatisch wieder in das andere falsche Schema hineingehen und dann sind die Effekte auch schnell vorbei. Also klar, man kann mit Formula-Diäten abnehmen, weil man sich weniger Kalorien zuführt, aber es ist kein langfristiger Effekt. Und vor allen Dingen muss man bei Formula-Diäten immer den Jojo-Effekt sehr stark fürchten, weil wir uns sehr einseitig auf der einen Seite ernähren. Es werden zwar Eiweiße zugeführt über die Shakes, trotz alledem kann in dem Verlauf von 4 Wochen die Muskelmasse abnehmen. Und wenn man mit der Muskelmasse runtergeht, sinkt automatisch auch der Grundumsatz, der Leistungsumsatz unseres Körpers. Das heißt, wir brauchen nach der Diät wirklich weniger Kalorien als vorher. Und wenn wir dann wieder normal anfangen zu essen, ist der Jojo-Effekt vorprogrammiert. Man nimmt mehr zu, als man abgenommen hat. Und das Ganze hat sich auf der Waage relativ schnell leider auch wieder relativiert. Und dann kommen die Aussagen dazu, die hier gerade auf YouTube auch getroffen werden, von wegen, ich habe 4 Kilo in einer Woche abgenommen oder 14 Kilo in 10 Tagen und was da alles so genannt wird. Dazu auch vielleicht nochmal 2 Sätze, damit ihr versteht, dass das erstens überhaupt gar nicht sein kann, dass das großer Quatsch ist. Weil ich habe in vielen anderen Videos schon gesagt, dass man für die effektive Gewichtsabnahme von 1 Kilogramm Fett etwa 7000 Kilokalorien einsparen muss. Das hieße, bei 4 Kilogramm wären das 4 mal 7000, also 28.000 Kilokalorien, die man in einer Woche einsparen muss. Wenn man jetzt vielleicht einen Grundumsatz von 1800 bis 2000 Kilokalorien hat, mit einem kleinen Leistungsumsatz, also bleiben wir einfach mal bei 2000 Kilokalorien grob in der Kalkulation stehen. 2000 mal 7 sind gerade mal 14.000, also da fehlt noch ein Riesenschritt bis zu 28.000. Das heißt, man müsste dann auch noch wahnsinnig viel Sport treiben, um den Körper zusätzlich Energie abzufordern, um überhaupt auf diese 28.000 zu kommen. Aber man hat dann auch noch nicht 1 Gramm gegessen. Also null Essen, massiv viel Sport, dann wäre das rein theoretisch vielleicht irgendwie denkbar, ist aber in der Praxis ja total unrealistisch. Was passiert also bei so einer Waage, kann natürlich nach einer Woche durchaus mal zeigen, 4 Kilo Gewicht verloren. Was passiert? Man hat natürlich Fett abgenommen, vielleicht 1,5 Kilo, ne? Das könnte realistisch sein. Man hat aber darüber hinaus vielleicht auch Muskelmasse verloren und vor allen Dingen Wasser ausgelagert. Und das kann schon mal dazu führen, dass diese Sache auf der Waage sich dann so darstellt, aber das ist keine wirklich effektive Gewichtsabnahme, die von langem Erfolg ist. Die Mechanismen gerade des Jojo-Effekts habe ich ja schon erklärt, also lasst euch davon nicht in die Irre führen. 1 Kilo vielleicht, wenn es gut läuft, 1,5 Kilo in der Woche. Das ist wirklich mit einer langfristig ausgerichteten Diät vielleicht machbar. Alles darüber hinaus ist meiner Meinung nach eher reines Marketing und für den Körper mit Sicherheit auch nicht gesund. Jetzt bestellt ihr bei Shape World nicht nur einen Shake, sondern es werden dann natürlich ganze Pakete angeboten. Die haben einen schönen Preisvorteil, dass man denkt, okay, den Preisvorteil, den will ich natürlich haben. Ich will die bestmögliche Gewichtsreduktion erzielen. Und wenn ich dann da auch nochmal 20 Euro sparen kann, gut, dann mache ich das halt ebenso, weil ich will ja nicht, dass ich nachher vielleicht nicht diesen Gewichtserfolg habe, wie vielleicht dann die ganzen YouTuberinnen, die darüber berichten. Was haben wir denn da noch für Produkte drin? Das ist einmal ein Ballaststoffprodukt, was man eine halbe Stunde vor dem Shake einnehmen
geben soll. Ballaststoffprodukt, das heißt, hier haben wir Glucomannan aus der Cognacwurzel drin. Ein Stoff, der durchaus, wenn man ihn googelt, mit Diäten immer wieder in Zusammenhang gebracht wird. Ballaststoffe werden nicht großartig verdaut, liefern also keine wirklich nennhaften Kalorien dem Körper, haben aber ein Sättigungsgefühl, weil sie im Magen aufquellen, wenn man es mit ausreichend Flüssigkeit dann entsprechend zu sich nimmt, sollen also ein bisschen den Hunger nehmen, ist aber vom Effekt tatsächlich keine wirklich nennbare Größe, die da stattfindet, sondern ich würde sagen, der Effekt ist hier vor allen Dingen ein Paket zu schnüren, einen größeren Warenkorb entsprechend euch anzubieten und größtmöglichen Umsatz am Ende dann auch in der Kasse zu haben. Gleiches gilt bei einem Produkt, was man dann gute halbe Stunde nach dem Essen zu sich nehmen soll. Hier haben wir angeblich stoffwechselaktivierende Stoffe drin, also vor allen Dingen Koffein und Guarana sind enthalten und noch der ein oder andere weitere Stoff. Die Effekte halte ich ebenfalls für vernachlässigbar und nicht wirklich gravierend für eine Gewichtsabnahme, für einen Gewichtsverlust. Also auch hier Warenkorberhöhung, möglichst viel Geld in die Kasse schwemmen. Das scheint effektiv, ja, ich sag mal so ein bisschen leider das Motto von Shapeworld zu sein, mit einem cleveren Marketing, mit einem coolen, eher modernen Look daherzukommen und möglichst viel Aufmerksamkeit im Netz zu generieren, dass man an dem Produkt fast nicht dran vorbeikommt. Und wenn man dann auch noch die Lipfasäulen und vielleicht nochmal einen Pop-Up-Store sieht, einfach zu sagen, okay, Shapeworld, das muss ja tatsächlich ein neues, funktionierendes, gutes Produkt sein. Ich kann euch hier abschließend tatsächlich nur sagen, es wird wahrscheinlich, wenn überhaupt, nur minimal funktionieren. Aber der Jojo-Effekt ist auf jeden Fall vom Risiko vorhanden und es gibt mit Sicherheit bessere Lösungen, wenn man Gewicht verlieren möchte. Und es ist definitiv keine Ernährungsumstellung und die wäre für euch mit Sicherheit das Beste, was man am Ende tun kann. Ich hoffe, ich habe zu dem Produkt jetzt ausreichend Informationen gegeben. Sollten doch noch Fragen da sein, einfach entsprechend unter diesem Video loslegen. Ich versuche dann auf alles zu antworten und solltet ihr hier und da doch nochmal auf andere Produkte stoßen, schickt es mir gerne rüber und wenn es relevant ist, mache ich auch gerne ein separates Video nochmal dazu. Ich danke euch, bleibt gesund, tschüss und bis zum nächsten Mal.